Wir sprechen oft über Wutmanagement, Wutkontrolle. Aber wenn unsere Soldaten ihre Wut nicht zeigen, wie sollen sie dann an der Grenze Kriege führen? Wenn sie im Zorn schießen, werden sie daneben schießen. Sie werden die Patronen verschwenden. Um zu schießen, musst du in einem sehr ruhigen, ausgeglichenen, gleichmütigen Zustand sein, sonst kannst du nicht schießen. Du solltest nicht wütend sein, um zu schießen. Wenn du wütend bist und schießt, bist du kein Soldat, du bist ein Rowdy. Ein Soldat steht für eine Sache ein. Er schießt nicht wegen seiner persönlichen Feindschaft mit jemandem. Ja, er setzt sich für unsere Nation ein. Er tut das nicht wegen seines persönlichen Zorns oder seiner Feindseligkeit gegenüber jemandem. Wenn du also gerade ausschießen willst, versuch's mal und sieh. Sie können dich heute auf den Schießstand mitnehmen. Dann versuch mal und schau. Wenn du schießen willst, eine Sache, die notwendig ist, ist, dass du ausgeglichen sein musst. Selbst wenn du weißt schon, selbst beim Golfspiel heißt es, Punkte zu schießen. Wenn du gerade ausschießen willst, musst du einen kühlen Kopf bewahren, sonst schießt du nicht geradeaus. Das gilt besonders für die Kugel, weil wegen der Geschwindigkeit und selbst der kleinsten Abweichung, eine Abweichung von einem Mikromillimeter führt dazu, dass sie woanders hinfliegt. In vielerlei Hinsicht haben die Vereinigten Staaten in ihren Konflikten, wahrscheinlich von allen Nationen, hat die US-Armee Scharfschützen am häufigsten eingesetzt. Wie wahrscheinlich kein anderes Land. Es ist ein brutales Spiel, aber wenn du wütend bist, wirst du nie gerade ausschießen. Du schießt eine halbe Meile weit daneben. Du wirst sicher nicht gerade schießen. Also ein Soldat braucht nicht wütend zu sein. Deshalb habe ich dir gesagt, dass Krishna die Gita auf dem Schlachtfeld gegeben hat. Er spricht von Gleichmut, nicht von Zorn. Denn wenn du den Krieg gewinnen willst, musst du stabil sein. Wütende Menschen werden getötet. Bitte reagiere nicht auf das, was ich sage. Aber bedenke Folgendes. Streitkräfte, vor allem diejenigen, die im aktiven Dienst sind, die jeden Tag mit Situationen konfrontiert sind, in denen es irgendwie um Leben und Tod geht. Ich weiß, dass die indische Armee nicht so sehr so ist, aber trotzdem ist es da. Aber ich habe gesehen, wie die US-Armee trainiert. Sie trainieren sie nach dem Motto, komm, wir machen das mit ihnen, alle möglichen Schimpfwörter, und wir werden dies tun, wir werden das tun. So haben wir die Armeen aufgemischt. Aber ich glaube, die Elitetruppen überall auf der Welt sind nicht so ausgebildet. Sie sind darauf trainiert, sehr, sehr gleichmütig, konzentriert und meditativ zu sein. Nicht zu reagieren, sondern der Situation entsprechend zu erwidern. Dieses Element sollte in großem Stil in die Streitkräfte integriert werden. Bei der Grundausbildung, dass du nur erwiderst und nicht reagierst, das wird die Art und Weise, wie du vorgehst, grundlegend verändern. Sei es mit deiner Familie oder mit dem Geschäft draußen oder mit der Arbeit, die du gerade machst, egal wo. Deine grundlegende Natur des menschlichen Wesens ist das, wozu kein anderes Tier fähig ist, ist, wir müssen nicht instinktiv reagieren. Wir können bewusst darauf antworten. Hier können wir unsere Intelligenz einsetzen. Sonst gibt es keinen Platz für Intelligenz. Der einzige Grund, warum wir diese Welt beherrschen, ist unsere Intelligenz, nicht wegen unserer körperlichen Stärke. Wenn wir nicht das trainieren, was in uns am stärksten ist, dann verlieren wir ganz schön viel. Wir müssen also jeden Menschen, nicht nur einen Soldaten, jeden Menschen, von einem Zustand zwanghafter Reaktion zu einer bewussten Antwort versetzen. Das ist mein grundlegendes Ziel bei jedem Menschen. Wenn die Menschen nur bewusst erwidern würden, würden sie ihr Bestes geben, nicht wahr? Und zwar so gut, wie es ihre Intelligenz und ihre Fähigkeiten zulassen.